Herzlich willkommen, liebe Leute, zum finalen Part von der Let's Play. Ja, genau, der Let's Play, der Herr der Ringe, die Gefährten. Nun sind wir endlich oben angekommen. Abgeschlossener Rettungsdamm, wir haben ihn noch gar nicht gerettet. Oh! Soll sich der Ringträger in Sicherheit bringen? Andorils Stunde schlägt. Gut. Wie man unschwer erkennen konnte, schon noch beim Anfang. Wow. Ist er der Final Boss. Und er hat zwei Phasen. Erstmal schnell speichern. So. Die erste Phase ist noch relativ billig. Und zack. Man muss ihn einfach nur verkloppen. Wenn man ihn lang genug verkloppt, dann kann er einem gar nicht mit seinem Gift angreifen. So, komm. Aua. Das Lambas werde ich mir gleich holen, dass es hier noch gibt. Zack. Wow, der hat aber schon ganz schön viel Leben. Ja, er haut mich schon. So, endlich. Phase 2 beginnt. Das geflügelte Ross erlangt. Du solltest jetzt gehen, solange du noch kannst. Ich überlasse dich nicht den Nazgul. Oh, Achtung, es kommt zurück. Phase 2 ist... Da ist schon ein Leckers. Gut, habe ich noch Leben? Nein. Phase 2. Jetzt fliegt er die ganze Zeit hin und her. Wir können ihn nicht mehr mit dem Schwert treffen. Da ist er. Wir müssen ihn jetzt mit dem Bogen attackieren. Scheiße. Habe ich ihn erwischt? Ich hoffe es mal. So, jetzt kommt er wieder von da hinten irgendwann. Nee. Komm schon. Das ist nämlich eine Scheißphase. Das ist echt ein Kack. Weil da kannst du echt nichts machen. Du siehst zwar wieder eine dämliche Pfeile fliegen, aber mehr kannst du echt nicht machen. Immerhin treffe ich ihn jetzt ein paar Mal. Was? Schon? Okay, das ging leichter als gedacht. Aber jetzt die epische Endsequenz. Legolas. Pfeil. Zack, durch den Hals. Die Gemeinschaft des Ringes hat triumphiert. Sie hat den fliegenden Ringgeist besiegt. Wohlbehalten brachte sie Frodo bis zur Grenze von Mordor. Die Gemeinschaft blieb siegreich. Doch sehe ich den Ringträger allein das dunkle Land durchqueren. Doch nicht ganz allein. Gollum. Na Galadriel. Fast. Okay, zugegeben, der Final Boss ging schneller als gedacht. Und einfacher als gedacht. Gut. Entwickelt von Serial Software. Gut, das war der Herr der Ringe. Die Gefährten. Wie immer bei den Credits sage ich meine Meinung zum Game. Also, es ist ja doch etwas kurz, aber für ein Spiel, das warte, ich habe die Hülle hier. Ich kann nachschauen. 2002 erschienen ist. Ist es relativ gut. Ja. Relativ viel eingebaut, wenn man so bedenkt, am Anfang des Labyrinth mit den Spinnen. Dann die Tom Bombadil-Höhle und alles Ganze, ja. Ist eigentlich doch im Großen und Ganzen gut. Grafik natürlich für 2002, entsprechend, aber ist trotzdem gut. Jo. Da die Charaktere nicht so aussehen wie im Film, ist auch gut, da es ja in das Buch angelegt ist. Ja, man hat eigentlich alles Wichtige, was im ersten Herr der Ringe-Teil vorkam, gezeigt. Ja. Die einzige Dreckstelle, die ich fand, ist am Anfang bei Nacht, wo du vor der Nazgul mit Frodo flüchten musst. Das ist echt scheiße. Gut, weil du kannst echt nicht wissen, wann sie kommen. Und dann sind sie auf einmal da und du bist Game Over. Nun ja. Aber im Großen und Ganzen von 100 Punkten würde ich diesem Game glatte 90 Punkte geben. Viele Gegnerarten. Ja, die auch gut gekämpft haben, die geblockt haben vor allem. Also nicht so wie in den heutigen Rollenspielen, dass du einfach nur draufklicken musst und die sind irgendwann down.
Nö, die blocken auch. Und dann musst du selber blocken. Zum Beispiel Trolle sind die overkillsten Gegner hier. Ja. Ja, ja. Ja. Okay, mir fällt gerade nichts mehr weiteres ein. Ja. Ja, natürlich immer die paar Filmsequenzen, die echt in guter Grafik waren. Richtig gut gemacht. Naja, also im Großen und Ganzen hat es seine 90 Punkte durchaus verdient. Es war jetzt etwas kürzer, als ich gedacht hatte. Also ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt in 10 oder 11, ich weiß nicht, bei welchem Part ich bin, Parts durchbekommen. Aber naja, so ist es nun mal. Ich hoffe, euch hat auf jeden Fall das Game gefallen. Gandalf, Tom Kane hat ihn gesprochen. Yeah. Gut, falls euch das Spiel und das Let's Play natürlich gefallen hat, könnt ihr mich gerne mit einem Daumen nach oben unterstützen. Und falls ihr ganz lieb und freundlich seid, es in eure Favoriten legen und oder ein Abo hinterlassen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und sehr unterstützen. Und ja, jetzt genießen wir noch die Credits, ja. Mit den ganzen Stimmen von Tom Bombadil wurde von Darren Norris gesprochen. Oh yeah. Helvas Lobelia. Wann hatten die mal was gesprochen? Na gut, von mir aus. Joa. Credits gehen schon irgendwie lang. Produziert von Black Label Games. Produktion. Produzent. Nee, wir sind aber gar nicht mehr am Anfang. Ich hoffe mal, das geht jetzt nicht allzu lange mehr. Der Präsident war Jim Wilson, geil. Natürlich, die Musik könnte ich noch ansprechen, genau. Natürlich ganz klasse Herr der Ringe Musik. Auch wenn es nicht wirklich was vom Film dabei war, aber auch so, allein die Titelmusik schon, wenn du im Hauptmenü bist, die ist schon richtig geil. Stimmt, das ist ja die gerade, die sogar hier bei den Credits kommt. Die ist richtig geil, finde ich. Andrei Shiwazaki. Ja, ja. Virginia. Ach ja, die ganzen Namen hier. Finanzierung, Operation. VPF. Was bedeutet das? VPF Finanzierung. K. Ja, Credits. Wie wär's, wenn ihr mal endet? Ja, genau. Über mein nächstes Projekt habe ich noch gar keine Gedanken so groß gemacht. Ich habe eigentlich schon die ganze Zeit vor, der Herr der Ringe im Aufstieg des Hexenkönigs zu Let's Playen, aber da hat mein Laptop gerade irgendwelche Spackungen, weil das immer nach einer Zeit anfängt zu laggen. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist auch nur bei dem Game so. Ich muss nochmal herausfinden, woran das liegt, und dann geht's auch damit schon los. Ich habe das irgendwann 2010 mal angekündigt und jetzt haben wir schon Ende 2012. Ey, ey, ey. Matche. Nun ja. Wir werden sehen, was als nächstes kommt. Und könnte diese Kacke hier auch mal vorbei sein. Wäre nämlich vorteilhaft. Zusätzliche Musik, Handbuch, Design. Stimmt, gibt's eigentlich ein Handbuch? Kann man gleich mal in der Hülle nachgucken. Nö. Stimmt, sobald man das Game installiert hat, ist ein Handbuch auf dem Rechner. Besonderen Dank gebührt J.R.R. Tolkien natürlich. Und all die ganzen anderen Spasten, die unwichtig sind. Könnte es jetzt mal fertig sein. Ich hasse Credits irgendwie, wenn sie länger dauern, als ich reden kann. So, aber es scheint das Ende zu sein. Naja, hätte ich wohl den Part und den anderen doch noch in einen Part reinbringen können. Egal. Boah, zack, einfach weg. Okay, okay. Das war dann der Herr der Ringe. Die Gefährten. Bis zum nächsten Projekt. Und ciao.